Heute, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem kurzen Review zu dem Starterdeck Yuya, was diesen Donnerstag rauskommt. Beziehungsweise Mittwoch oder Freitag, kommt auf euren Shop an, weil ja Donnerstag Feiertag ist. So, man beachte, das ist ein Starterdeck und kein Structure Deck, deswegen ist auch nicht so krasse Karten drin, aber ein paar interessante Sachen sind dabei und neue Sachen und Performer-Paar. Für den einen oder anderen ganz interessant. Ich werde zum Beispiel auf der DM wahrscheinlich Trackball spielen, also für mich schon mal auf jeden Fall sehr interessant. Habe ich auf jeden Fall einen näheren Blick auf das Deck mal geworfen, aber nicht wirklich was Interessantes dabei. Wie gesagt, kommt offiziell am Donnerstag raus, also theoretisch für die DM erlaubt, gültig. 10 neue Karten dabei. Also das Interessanteste ist auf jeden Fall Archfiend Eccentric, Common Reprint. Gab es vor kurzem erst in der Premium Gold, aber manche Leute brauchen immer noch einen, zum Beispiel ich brauche auch noch einen für mein Deck, also da kommt der Starterdeck auf jeden Fall perfekt. Hoffentlich kann Chong ein Opening klar machen von Phantasm München. Ansonsten muss ich mir wahrscheinlich eins kaufen, wobei das sich natürlich nicht lohnt, nur für den Archfiend. Von den neuen Karten haben wir als erstes die Ultra Rare, Performer Pass Sleight Hand Magician, Level 7 Licht Spellcaster. Schon mal nicht so leicht zu beschwören im Pendel Deck und du kannst ihn aber auch normal specialen von deiner Hand, indem du ein Performer-Monster tributest, das kein Pendulum-Monster ist. Also die meisten von den Karten hier aus dem Deck fokussieren sich auf Performer-Monster, die nicht Pendulum sind, also für uns auf jeden Fall vom Meta her gesehen eher uninteressant. Sein Effekt ist jetzt einmal pro Runde kannst du eine Karte abwerfen und dann eine offene Karte auf dem Feld schießen. Natürlich zielt die also für uns gegen Cosmo und sowas nicht relevant. Das einzige, was vielleicht interessant wäre, irgendwie die eigene Ariadne zu schießen. Aber sonst echt crap. Dann haben wir als nächstes Performer Pal King Bear. Level 6, den kann man jetzt schon leichter beschwören. Skala 7, 2-2 ATK. Pendel Effekt, am Grunde in deiner Endphase, falls diese Karte diese Runde aktiviert wurde, kannst du sie zerstören. Und falls du das tust, kannst du deine Hand ein Level 7 oder höher Face-Up Pendel Monster von deinem Extra Deck auf die Hand holen. Also so eine Art Odd-Eyes Dragon, nur tausendmal schlechter. Sein Monster-Effekt ist halt, dass er in Angriffsposition nicht von Zaubern oder Fallen zerstört werden kann. Und für jeden Performer-Pal, den du kontrollierst, kriegt er 100 ATK. Dann kommen wir wahrscheinlich zu der interessantesten Performer-Karte aus dem Set, und zwar Swin Cobra. Die ist halt Erde, Reptil, Level 4 und Skala 2. Im PP-Deck fehlt auf jeden Fall noch eine niedrige Skala. Da gibt es momentan nicht so viele. Eigentlich nur Monkey Board und Magician. Also was halt Performer-Parts angeht. Der ist auch noch Reptil, also suchbar durch King of the Feral Imp. Also möglicherweise spielt man den einmal und dann hat man auch noch Lizard Jaw und dann spielt man vielleicht wieder King of the Feral Imps. Effekt vollkommen irrelevant, also Pendel-Effekt. Einmal pro Runde, wenn einer deiner Monster Kampfschaden macht, kannst du die oberste Karte vom gegnerischen Deck millen. Und sein Monster-Effekt, du kannst direkt angreifen mit ihm, 300 ATK. Und dann danach geht er in Defense. Also beide Effekte vollkommen nutzlos. Aber seine Werte sind halt interessant. Dann haben wir noch Performer-Pal Ono Carpet. Skala 7, Level 3. Also Level 3 eher nicht so interessant. Wäre 4 vielleicht. Pendel-Effekt, erster ist, falls du keinen anderen Karte in deiner anderen Zone hast, wird die zerstört. Und auch noch halbiere jeden Schaden, den du nimmst. Also der ist nicht schlechter Effekt. Kann man ein paar OTK stoppen und auch Burn Damage bisschen vermindern. Problem ist halt, wenn man MST auf die andere macht, dann macht man direkt Minus. Also nicht, wenn man MST macht, aber wenn man MST kassiert. Und Monster-Effekt ist Flip. Du kannst ihn flippen und dann eine gesettete Karte auf dem Feld zerstören. Wenn der gespecialt wird, kannst du ihn wieder zudecken, um dann seinen Flip-Effekt wieder zu nutzen. Problem ist, Monster, die in dieser Runde beschworen wurden, können ihre Kampfposition nicht ändern. Sprich, du kannst ihn nicht in der Runde aufflippen, indem du den beschworen hast und zugeflippt hast. Also eigentlich viel zu langsam. Dann haben wir Performer-Pal Parrot Trio. Level 3, Skala 2. Pendel-Effekt ist, wenn du einen Performer-Pal, Magician oder Odd-Eyes-Monster in deiner anderen Zone kontrollierst,
kannst du den zu 7 machen, also gar nicht so schlecht. Entweder ist er 2 oder 7, bisschen flexibel. Monster-Effekt ist, wenn er im Kampf stirbt, kannst du einen Performer per Monster von deinem Deck specialen. Außerhalb Pendulum, Performer per Monster. Wenn sein Effekt sich auch aktivieren würde, wenn er zerstört werden würde und nicht nur durch Kampf, und wenn er noch Pendulum-Monster aus dem Deck specialen könnte, dann hätte er auf jeden Fall Potenzial, aber so auf gar keinen Fall. Dann kommen wir noch zu Performer Pal Longphorn Bull. Kein Pendulum-Monster, Level 4, 1600 ATK. Wenn der gespecialt wird, kannst du einen Performer per Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Außer wieder eben Pendulum-Monster. Den Effekt kannst du nur einmal pro Runde aktivieren. Und der ist richtig schlecht. Also manche Leute spielen zurzeit Second Donkey. Und der ist einfach so eine schlechtere Variante von Second Donkey. Und Second Donkey ist nicht mal wirklich so krass. Und der ist sogar noch schlechter als Second Donkey. Also richtiger Müll. Dann haben wir noch Performer Pal, Tita, Tata, Hopper. Level 4 wieder kein Pendulum-Monster. Effekt einmal pro Runde. Kann diese spezial beschworene Karte nicht zerstört werden durch Kampf. Namabgrunde in deiner Endphase. Kannst du einen Level 3 oder niedriger Performer per Monster in deinem Friedhof wählen. Den Tita Totter Hopper auf den Friedhof schicken. Und dann das Ziel, was du gewählt hast, auf deine Hand holen. Und falls der im Friedhof ist und du ein Performer per Monster von deiner Hand irgendwie abschmeißt, keine Ahnung wie, dann könntest du ihn aus dem Grave spezial beschwören. Beides sehr nutzlose Effekte. Gehen wir mal weiter. Da haben die jetzt eine Spielfeldzauberkarte bekommen. Performer Pal Dramatic Theater. Alle deine Monster erhalten 200 ATK. Für jeden verschiedenen Typen von Monstern, den du kontrollierst. Und einmal pro Runde, falls du 4 verschiedene Performer Pal Typen kontrollierst, kannst du ein Oddize Monster von deinem Deck Hand- oder Friedhof spezial beschwören. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber die Kondition, die Bedingung dafür ist halt viel zu random, viel zu schlecht. Dann haben wir noch eine neue Zauberkarte, Smile World. Über die will ich gar nicht erst reden. Kommen wir zu der letzten Karte, die Fallenkarte, Performer Pal Showdown. Ist wie ein Book of Moon. Kann gegnerische Monster zudecken. Anzahl abhängig von den offenen Zauberkarten, die du kontrollierst. Aber im Großen und Ganzen auch ziemlich nutzlos, so wie das ganze Starterdeck. Aber wie gesagt, man muss bedenken, da ist es ein Starterdeck und kein Structure-Deck. Schau mir den Anime nicht an, aber bestimmt sind es auch paar viele Karten aus dem Anime. Die Hauptfigur spielt ja Performer Pal. Ansonsten war es auch schon wieder für heute. Schauen wir mal, vielleicht kommt noch ein Opening, falls Chung das hinkriegt diese Woche. Wir werden das Wochenende auf der DM sein. Falls ihr uns seht, sagt auf jeden Fall Bescheid. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Und bis dahin, leidet nicht. Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.